Heute schauen wir uns ein Thema an, das sticht ein bisschen raus aus allen neuronalen Netzen, die wir uns im Rahmen dieser Vorlesung hier anschauen. Nämlich alle Netze, die Sie programmieren, die trainieren Sie normalerweise nach dem Gradientenverfahren. Nur die hier nicht. Jetzt kommen, da steht's, Kohonens selbstorganisierende Karten, die ohne einen Teaching-Input auskommen. Das sind neuronale Netze, die einfach nur die Daten analysieren und sehr schön zeigen können, was an Struktur in beliebigen Daten drinsteckt. Das ist extrem interessant, extrem wichtig, zum Beispiel in der explorativen Datenanalyse. Man kann die Dinger auch sehr gut kombinieren mit anderen neuronalen Netzen oder mit anderen Machine Learning Verfahren, sehr häufig zum Beispiel mit dem KNN-Klassifizierer. Also, wie gesagt, es passt nirgends richtig in unseren Vorlesungsablauf rein, weil es wirklich was ganz anderes ist, aber es ist trotzdem wichtig und jetzt kommt's. Self-Organizing Map, Kohonens selbstorganisierende Karten. Los geht's. So, jetzt kommen wir zu meinen Lieblingshaustieren, nämlich zu den sogenannten, da stehen sie, Kohonenkarten. Die Kohonenkarte ist nicht wirklich ein Clustering-Algorithmus, sondern die Kohonenkarte ist vielmehr ein Algorithmus, der in der Lage ist, Punkte aus einem hochdimensionalen Merkmalsraum, aus dem Feature Space, auf eine zweidimensionale Karte abzubilden. Das klingt im ersten Moment ganz trivial, so wie eine PCA oder eine MDS, da haben wir sowas ja schon mal gemacht, aber die Kohonenkarte macht es sehr, sehr viel cleverer. Sie macht es nämlich, man sagt, sie macht es topologisch korrekt, aber nicht linear. Was heißt das? Das heißt, die Kohonenkarte, die ist im Prinzip nachgebildet unserer Großhirnrinde. Ja, Sie kennen ja vielleicht so eine Darstellung unseres Gehirns, ja, das soll ein menschliches Gehirn sein. Und Sie sehen, das ist im Prinzip ein großer Lappen, ja, eine große Fläche, die so zusammengefaltet ist, ja, wie so ein Spüllappen, der so zusammengefaltet ist. Und den kann man auseinanderziehen. Und wenn man den auseinanderzieht, dann stellt man fest, dass es zwischen Stellen auf diesem Spüllappen und Stellen auf unserem Körper, auf unserer Körperoberfläche irgendwo oder überhaupt von unserem ganzen Körper Beziehungen gibt. Nämlich bestimmte Bereiche, die in unserem Körper benachbart sind, also zum Beispiel diese beiden Finger hier, ja, die werden repräsentiert von Bereichen auf der Großhirnrinde, die auch dicht beieinander sind. Ja, also wenn ich mich hier piekse zum Beispiel und wenn ich mich da piekse, dann kommt da jedes Mal ein Signal an und da das zwei Finger sind, die nebeneinander sind, kommen diese Signale da oben auch an relativ ähnlicher Stelle an. Ja, auf diesem Spüllappen an zwei relativ dicht beieinander liegenden Stellen. Wenn ich das Ganze hier, wenn ich mich hier am Fuß piekse zum Beispiel, ja, dann kommt das da ganz woanders an, ja, weil der Fuß ist weit weg vom Arm und vom Finger. Dieses Prinzip dieser nichtlinearen Abbildung, die aber topologisch korrekt ist, ja, das heißt, was dicht beieinander ist, ist nachher auch dicht beieinander. Was weit voneinander weg ist aber weit voneinander weg und dieses weit ist nicht quantifiziert. Also doppelt so weit auseinander im Körper heißt nicht zwingend doppelt so weit weg auf der Karte. Das heißt nur weit. Nur was dicht beieinander ist, das wird richtig abgebildet. Und das ist ziemlich spannend. Das ist ganz, ganz furchtbar ziemlich spannend. Hier habe ich Ihnen das nochmal anders aufgemalt. Ja, das ist jetzt ein Schnitt hier durchs Gehirn durch, ja, von vorne nach hinten durchgeschnitten. Und da sieht man hier die Oberfläche der Großhirnrinde, ja, und wie das so zusammengefaltet ist. Und da ist eben dargestellt dieser sogenannte, da oben steht's, der somatosensorische Homunculus, weil auf diesen Stellen, auf der Oberfläche, da kommen einerseits die Schmerzimpulse an, da gehen aber auch die Signale los, die da was bewegen. Also sowohl Input als auch Output ist quasi so angeordnet. Und Sie sehen, wie das hier aussieht und Sie sehen, warum das nicht linear ist. Weil nicht einfach der Körper möglichst treu, also möglichst genau abgebildet wird, sondern weil da ganz große Fehler drin sind. Ja? Sie sehen zum Beispiel der ganze Hinterkopf hier, da ist nur ganz klein abgebildet, wohingegen der Daumen riesig groß ist. Ja? Also der Daumen hier, der kriegt auf dem Ding so viel Platz wie der ganze Hinterkopf. Warum ist das so? Naja, vom Daumen kommt typischerweise viel mehr Input als vom Hinterkopf. Und entsprechend dessen, deshalb trainiert sich das Gehirn so, dass es eben dem Bereich oder dem Teil, Körperteil, das viel Input liefert, aber viel los ist, dass es dem auch mehr Platz einräumt, weil da erkennt das Gehirn sozusagen, da muss ich genauer hinschauen, ja, da muss ich vielleicht genauer erkennen können, ist der Schmerz genau hier vorne oder ist er in der Mitte oder ist er links oder ist er rechts, während am Hinterkopf, können Sie mal ausprobieren, da ist es ziemlich egal, wo Sie da drauf tupfen, da merken Sie nicht, ob das ein paar Zentimeter weiter links oder rechts ist, weil das ist auch nicht wichtig. Und deshalb genügt dem Hinterkopf so wenig. Ja? Die Zunge, sehen Sie, die ist da auch ganz groß. Ja? Oder die Füße da unten, die sind da auch ganz groß. Sie sehen was anderes. Sie sehen, dass hier der Daumen benachbart ist zur Stirn. So wie wenn wir immer so rumlaufen würden, tun wir nicht. Warum ist das so? Naja, wir bilden eine ziemlich komplizierte Oberfläche, eine ziemlich komplizierte Geometrie. Ja, hier Finger mit so Ausstülpungen und Armen und Beinen und so weiter. Die bilden wir ab, einfach auf eine Fläche. Und das geht nicht. Das geht nicht. Also es ist unmöglich, so eine kompliziert geformte Körperoberfläche einfach auf eine Fläche zu quetschen. Ja? Das geht einfach nicht. Das heißt, am Ende muss das Ding Defekte haben. Ja? Man sagt dazu, das ist so ein topologischer Defekt. Das ist ein Fehler. Ja? Hier, das stimmt hier nicht. Aber genau das ist das Interessante, denn unser Gehirn hat es hier geschafft, eben diese Abbildung zu machen, die weitgehend richtig ist. Ja? Sie sehen hier Zehen, Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, Körper, Kopf, Arm. Das ist alles richtig, aber an irgendeiner Stelle geht es dann nicht mehr. Und dann kommt hier ein Defekt und hier ist es wieder richtig. Das Gesicht ist wieder richtig dargestellt. Die Zunge ist wieder an der falschen Stelle. Ja, das heißt, die Karte versucht nicht, alles irgendwie zu vermitteln, sondern die Karte versucht, Dinge richtig zu machen. Also Nachbarschaftsbeziehungen, die wichtig sind, die sind nicht so halb falsch, weil es halt nicht geht, sondern die sind richtig. Und dann gibt es an einzelnen Stellen, gibt es dann aber einen topologischen Defekt, zack, und da weiß man, hier ist falsch und danach ist es aber wieder richtig. Das ist eine ganz andere Abbildung eben als MDS PCA. Dort wird nämlich immer versucht, global alles zu mitteln. Ja, auf der PCA können Sie sowas nicht finden, dass an einer Stelle ein richtig großer Fehler ist, aber an der anderen Stelle dann wieder alles richtig ist, sondern die PCA wird versuchen, alles irgendwie so hinzuschieben, dass der durchschnittliche Fehler überall gleich groß ist. Und das ist hier nicht so. Und das ist das Interessante. Ja, Sie bekommen eine Abbildung, die nicht den durchschnittlichen Fehler minimiert, sondern die dafür sorgt, dass dort, wo es wichtig ist, da, wo es viel los ist, überhaupt kein Fehler ist, dass es dort perfekt richtig ist. Und dass dann vielleicht an Stellen, an denen es nicht wirklich eine Rolle spielt, weil zwischen Daumen und Stirn ist es eigentlich egal, wie weit die auseinander sind. Ja, die haben keinerlei Beziehung. Wenn am Daumen was ist, dann ist nicht an der Stirn gleichzeitig auch irgendwas. Das heißt, dieser Fehler, der ist in der Praxis irrelevant. Und das ist das Spannende. Genau. Unser Gehirn lernt von selbst, wie es diese Abbildung zu machen hat, weil eben Input kommt hier, ja, von unseren Nerven. Und weil der Input mal öfters, mal weniger oft kommt, lernt es sowohl die Anordnung als auch die Größe der einzelnen Areale, auf die bestimmte Körperteile abgebildet werden. Wenn wir das im Hinterkopf haben, das Ding lernt es selbst, dann eröffnet sich natürlich sofort die Möglichkeit, wenn wir das schaffen, diesen Algorithmus irgendwie nachzubauen, dann könnten wir ein Ding bauen, dass für ein beliebiges Problem so eine Art Abbildung auch selbst lernt. Und das macht die Kohonenkarten. Ich habe hier noch eine zweite Darstellung von diesem Homunculus. Das ist einfach dargestellt, quasi die Körperteile sind so groß gemalt, wie der Platz ist, den sie da oben auf unserer Großhirnrinde brauchen. Ja? Und Sie sehen auch wieder, die Zehen sind riesig groß, die Finger sind riesig groß, die Lippen sind riesig groß und andere Körperteile, ja, hier der Bauch und der Rücken, die sind dafür sehr, sehr klein. Die Beine sind klein, da wo einfach nicht viel los ist. Ja, das ist ganz, ganz lustig. Okay, die Dinger, ich sage meistens Kohonenkarten dazu, weil Teuvo Kohonen, ein Finne, hat die Anfang der 1980er Jahre erfunden, ist also auch schon relativ alt, aber trotzdem immer noch super klasse spannend. Andere Namen, die Sie vielleicht schon gehört haben, sind zum Beispiel selbstorganisierende Karte, weil das Ding sich eben selbst organisiert. Ich muss ihr nicht sagen, was wohin abgebildet werden soll, das soll es eben selber lernen. Oder auf Englisch Self-Organizing Map. Dann die Abkürzung davon ist SOM, das sagt man sehr oft, ja, das sage ich auch. Wenn man nicht so viel sagen will, dann ist es einfach SOM. Oder die Kohonen-Map. Oder manchmal liest man auch eine Kohonen-Feature-Map oder Kohonens-Feature-Map oder wie auch immer. Ist alles das Gleiche. Das sind die Dinger, die der Teuvo Kohonen entwickelt hat. Die laufen unter dem Oberbegriff künstliche neuronale Netze, sind aber was völlig anderes als die normalen neuronalen Netze, die Sie mit TensorFlow und PyTorch so bauen, weil die neuronalen Netze, die auch unter dem etwas merkwürdigen Stichwort KI zurzeit so gehypt werden, das sind normalerweise überwacht trainierte neuronale Netze, das heißt, das sind neuronale Netze, die Klassifizierungen machen und sagt, man hat so und so viel rote, so und so viel grüne, so und so viel blaue Bauteile und jetzt halt die mal, jetzt trainieren wir das Ding mal, die auseinanderzuhalten. Wohingegen die Kohonnenkarte diese Klasseninformation rot, grün, blau nicht hat, sondern die hat nur Vektoren im Merkmalsraum und bildet die ab. Ja. Auch das neuronale Netz sieht komplett anders aus, denn auf der Kohonnenkarte haben die Neuronen keine Verbindungen miteinander. Die haben die Verbindung nur definiert über ihren Abstand. Also der Abstand, in dem die auf dieser Fläche sind, definiert quasi ihre Verbindung, aber es gibt nicht ganz explizite Verdrahtung zwischen den Neuronen, so wie es bei den, ich sag mal, TensorFlow-neuronalen Netzen typischerweise der Fall ist. Da haben alle Neuronen Drähte zwischeneinander, Verbindungen, über die Signale weitergeleitet werden. So ist das hier nicht so. So ist das hier nicht. Sie sind verknüpft über eine Abstands- und so. Wird man gleich sehen. Ja, das heißt, je weiter die auseinander ist, desto geringer ist ihre Verknüpfung. Aber es geht tatsächlich nur über diesen Abstand. Wie funktioniert das Ding? Ich erzähle Ihnen mal ganz kurz, oder ich führe Sie mal ganz kurz einfach durch den Algorithmus. Wir haben eine Kohonenkarte. Ja, das ist zum Beispiel so eine rechteckige Anordnung von Neuronen. Ja, das sind unsere Nervenzellen, unsere künstlichen Neuronen. Jedes Neuron auf der Kohonenkarte ist charakterisiert durch einen Codebook-Vektor. Ja, man sagt da ganz gern oft auch dazu einfach Code. Ich kann ihn mal kurz hier draufschreiben. Ja, Code. Also jedes Neuron ist charakterisiert durch den Code. Sie sehen, es gibt keine Verbindungslinien zwischen den Neuronen. Die brauchen wir nicht. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Ich stelle mir das immer so vor. Ja, die Kohonenkarte ist so ein zweidimensionaler Lappen, der da liegt. Und ich stelle mir das immer so vor, quasi unter jedem Neuron hängt jetzt dieser Vektor. Ja, der kann beliebig dimensional sein. Ja, das können 2 Werte sein, dann kann ich den quasi darstellen auf einer Fläche XY. Dreidimensional sein, wenn es 3 Werte wären, dann kann ich das als Punkt im Raum darstellen immer. Es kann aber auch 4, 5, 10, 200 oder 10.000 dimensional sein. Das ist im Prinzip egal. Ja, das sind einfach Vektoren, die quasi unter unserer Kohonenkarte hängen. Unter jedem Neuron hängt ein Vektor. Das ist der Codebook-Vektor oder der Code. Der ist es, der unser Neuron charakterisiert. Nicht der Aktivierungszustand oder irgendwas, sondern nur der Code. So, jetzt soll trainiert werden. Wir wollen einen Merkmalsraum auf die Karte abbilden. Ich habe hier mal in Rot unsere Trainingsvektoren hingemalt. Und Sie ahnen es, die Trainingsvektoren, die müssen natürlich genau gleich lang sein wie die Vektoren unserer Kohonenkarten, das heißt wie die Codes. Also wenn ich Trainingsvektoren habe, die aus 20 Attributen bestehen, jeder, dann brauche ich auch Codes, die aus 20 Werten bestehen. Ja? 20-dimensionale Codebook-Vektoren. Klar. So, wie geht jetzt der Algorithmus? Der ist super billig. Erstens, ich lege das Ding an. Dann initialisiere ich die Codes. Und zwar mit zufälligen Werten. Ja, da kann man vielleicht das klüger oder weniger klug machen. Häufig initialisiert man die Codes mit zufälligen Samples aus dem Trainingsdatensatz zum Beispiel. Ja, dass man nicht irgendwelche völlig unsinnigen Werte da hat. Oder man kann es auch einfach mit beliebigen, völlig beliebig initialisieren. Geht auch. Also zufällig initialisiert, so wie bei jedem neuronalen Netz. Wenn wir das machen. So. Jetzt nimmt man den ersten Trainingsvektor und schaut alle Codes durch. Welcher dieser Codes ist denn zufällig am ähnlichsten meinem ersten Trainingsvektor? Ja, das ist kompletter Zufall, weil die sind ja zufällig initialisiert. Ich nehme mal an, der hier ist es. Also der Code unter dem Neuron, das ich hier rot gemalt habe, das sei derjenige, der am ähnlichsten meinem Trainingsvektor ist. Und dann sage ich, gut, das ist der Winner. Ja, ich suche mir den Winner, das ist der, der am ähnlichsten ist. Und was mache ich mit dem Winner? Ja, mit dem Winner mache ich, dann nehme ich jetzt den Code von dem Winner und drehe den so ein Stück in Richtung meinem Trainingsvektor. Das heißt, ich mache den Code des Winners, der ja eh schon meinem Trainingsvektor relativ ähnlich ist. Also nehmen wir an, der Trainingsvektor zeigt dorthin, der Code zeigt dahin und jetzt drehe ich den ein Stück dahin. Ich mache ihn nicht ganz da drauf, das wäre zu viel. Bei neuronalen Netzen wissen Sie vielleicht, da hat man immer so eine Lernrate, das heißt, man macht die Veränderungen immer nur so ein ganz kleines bisschen. Das ist einer der Tricks bei neuronalen Netzen, dass durch dieses nur ein kleines bisschen korrigieren ein Training zustande kommt, das dann nach vielen Schritten tatsächlich in die richtige Richtung geht. Also, hier, das ist die Richtung unseres Trainingsvektors und das ist die Richtung unseres nächsten Codes. Das ist der ähnlichste Code, ja, der andere nächste zeigt vielleicht dahin, der zeigt dahin, der zeigt dahin, dahin. Das ist der, der am ähnlichsten ist und den drehe ich jetzt ein Stück dahin. Also den ähnlichsten noch ähnlicher machen. Ich habe das mal hier zweidimensional Ihnen nochmal veranschaulicht, weil damit Sie den Algorithmus auch wirklich verstehen können. Ja, wenn wir mal nur zweidimensionale Codes haben, zweidimensionale Trainingsvektoren, dann können wir das uns aufmalen, weil dann kann ich diese beiden Werte in dem Code als XY-Koordinate interpretieren und kann es einfach reinmalen. Ja? Das ist XY und das ist dann der Vektor, der hier hin zeigt. Ja, und das seien jetzt diese neuen Pfeile hier, das seien meine neuen zufällig initialisierten Codes. Die zeigen irgendwo hin, ja? Sind zufällig initialisiert. Jetzt kommt mein Trainingsmuster, das kann ich auch damit in die Abbildung reinmalen. Ja? Das Trainingsmuster zeigt eben dorthin. Also, jetzt suche ich den Winner. In dem Fall klar, das hier ist der Winner, ja? der am nächsten ist. Das ist der Winner. Also schiebe ich den Winner ein Stück dorthin, dass er ähnlich wird. So. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Wenn wir das jetzt machen würden, immer wieder, dann würden wir irgendeine Neurone bekommen, die eben die Trainingsmuster repräsentieren. Vielleicht auch gut, aber wir bekommen keine Kohonenkarten. Was müssen wir machen, um noch eine richtige Kohonenkarten zu kriegen? Jetzt müssen wir hergehen und müssen sagen, jetzt schauen wir uns die Neurone an, die hier drumherum liegen, die um unseren Winner drumherum liegen. Ja? Also die sind benachbart, die sind aber nicht benachbart im Feature Space, also die Werte, die Codes, haben nichts miteinander zu tun. die sind auch benachbart in ihrer Topologie, also die sind benachbart in ihrer Lage auf der Karte. Ja, also wieder am großen Beispiel, da wäre es zum Beispiel hier, ja, das ist die Reihe, die um unseren Winner rum ist. Und was ich jetzt mache, ist, die passe ich auch an. Die drehe ich auch Richtung meines Trainingsvektors. Ja. Sodass am Ende nicht nur der eine in der Mitte hier auf meinen Trainingsvektor zeigt, sondern auch die drumherum. Also wieder ein kleines Beispiel, ja, unser Code. Das sind die Nachbarn. Ich habe die hier mal eingezeichnet. Nehmen wir mal an, der und der. Da hinten der Kleine. Ja. Das sind uns meine drei Nachbarn. Und die schiebe ich jetzt alle ein bisschen in die Richtung. Ja. Sodass nach dem Training, das ist jetzt brutal dargestellt, in Wirklichkeit macht man nicht so viel Training, machen kleinere Schritte, aber damit Sie sehen, da sehen Sie jetzt alle vier hier, ja, der Winner plus die drei drumherum, die zeigen jetzt alle in die Richtung des Trainingsvektors, so ein bisschen. Und das ist der Trick. Ja, Sie können sich vorstellen, wenn jetzt ein zweiter Trainingsvektor kommt, der zweite Trainingsvektor, der vielleicht auf das hintere Neuron da oben ist und der zeigt dorthin, ja, der erste zeigt dahin, der zweite zeigt dorthin, dann, ja, der erste da, der zweite da. Und dann bedeutet das, dass nach dem Training die Neurone, die in diesem vorderen Eck hier meiner Karte sind, die zeigen alle in die Richtung. Und die Neurone im hinteren Eck, die zeigen alle in die Richtung. Und dadurch, dass ich die Nachbarschaft mitnehme, bekomme ich einen mehr oder weniger fließenden Übergang von da nach da. Das heißt, da zeigen die Neurone nach da, in der Mitte zeigen sie vielleicht dorthin und da hinten zeigen die Neurone dorthin. Und das gibt mir genau die Abbildung, die ich brauche. Und wenn es jetzt passiert, dass das nicht geht, ja, weil das Neuron da hinten zum Beispiel dorthin zeigen muss und das hier vorne, das muss dahin zeigen, dann kann es keinen fließenden Übergang geben. Dann kann es eben passieren, dass es in der Mitte einen Bruch gibt. Ja, dass die links vorne zeigen nach da und die links hinten zeigen nach da und in der Mitte ist ein Bruch, so wie der Daumen an der Stirn auf unserem somatosensorischen Kortex. Und der Bruch ist eben da. Ja, da macht die Karte eben einen Fehler. Muss man wissen, dass die Karte solche Fehler machen kann, aber links und rechts von dem Bruch, da stimmen die Sachen. Okay, jetzt haben wir den Algorithmus im Kasten. Ja, das ist der ganze Algorithmus, mehr braucht man nicht. Zufällige Initialisierung, einen Trainingsvektor nehmen, vergleichen, wer passt am besten. Ja, die Amis sagen hier aus ihrer Pokerwelt mit dem Spruch ganz gern, der Winner takes it all, also wir suchen den Winner. Dann wird der Winner, der take nicht all in dem Fall, der nimmt nicht alles, aber der nimmt den größten Teil sozusagen. Also der Winner wird am stärksten angepasst an das Trainingsmuster. Wir machen den ähnlichsten noch ähnlicher. Dann suchen wir die Umgebung, aber nicht die Umgebung im Feature Space, sondern die Umgebung auf der Karte. Ja. Passen die Umgebung auch an den Trainingsvektor. Ja, und dann müssen wir nur noch eins machen, das Ganze oft wiederholen. Oft heißt typischerweise nicht nur 5 oder 10 Mal, sondern mehrere 1000 Mal, mehrere 10.000 Mal, vielleicht mehrere 100.000 Mal. Tatsächlich benötigen Kohonenkarten sehr viele solche Iterationsschritte. Warum? Sie können sich vorstellen, wenn wir diese Anpasserei zu groß machen, dann hüpfen unsere Codebook-Vektoren die ganze Zeit hier wie wild in der Gegend rum. Ja? Die werden bei jedem Trainingsmuster, jedes Trainingsmuster ist ja anders, werden die wieder gezogen, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Das heißt, das Ganze funktioniert nur dann gut, wenn wir diese Schritte sehr klein machen. Man sagt, man macht eine kleine Lernrate. Das heißt, wir berechnen den Unterschied zwischen meinem tatsächlichen Code und dem Trainingsvektor. Und dann korrigieren wir aber nicht diesen Unterschied, sondern wir korrigieren nur 1% von diesem Unterschied, ja, oder 10% von diesem Unterschied. Ja, bei Kohonenkarten ist so, ja, 0,1, 0,2 und dann aber im Laufe des Trainings macht man normalerweise, lässt man die Lernrate abfallen und die wird dann sehr klein. Gegen Ende des Trainings korrigiert man vielleicht nur noch ein Tausendstel oder ein Zehntausendstel des Fehlers. Und deshalb muss man das natürlich sehr häufig machen. Aber damit kriegt man es eben hin, dass die Vektoren nicht wie wild über die Karte hüpfen, sondern dass sie sich erst dann durch sehr häufiges Training auf eine Richtung einigen sozusagen und auf eine Richtung festlegen. Ja, das ist es. Ja, das ist auch tatsächlich in ein paar Zeilen implementiert. Das ist ein super einfacher Algorithmus. Ist von der Natur abgeguckt. Man sieht wieder, die Natur macht die Dinge super einfach. Ja? Wir sehen uns gern als die Krone der Schöpfung an. Oh, ganz toll und alles super kompliziert. In Wirklichkeit sind die Mechanismen, die sowas Geniales wie unser Gehirn zum Laufen bringen, die sind super einfach, weil irgendwie musste das ja von alleine entstehen und von alleine entsteht halt nun mal nicht unbedingt was Kompliziertes, von daher entsteht lieber was Einfaches. Und deshalb sind solche Algorithmen, die man aus der Biologie abschaut, die sind tatsächlich typischerweise sehr einfach. Das ist ein super einfacher Algorithmus. Ein paar Details müssen wir uns noch angucken. Detail Nummer 1, ich habe jetzt einfach gesagt, die Benachbarten. Ja, was heißt Benachbarschaft? Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise definieren. Sie kennen sicher die von Neumann-Nachbarschaft, die Moore'sche Nachbarschaft. Ja, von Neumann würde sagen, nur die 4. Ja, das sind die Nachbarn, weil die 4 über die Ecken, die sind ja schon weiter weg. Ja, die sind ja schon hier über die Diagonale weg. Ja, das wissen Sie schon. Problem, rechtwinkliges Gitter versus hexagonales Gitter. Aber man nimmt trotzdem normalerweise bei Kohonenkarten die Moore'sche Nachbarschaft, ist einfach leichter zu rechnen, ja, weil die Neuronen sind auf einem Grid angeordnet und auf die Moore'sche Nachbarschaft kann ich direkt über den Index zugreifen und dann habe ich direkt die 8, die da drumherum sind. Oder ich kann auch die zweite Reihe noch mit dazu nehmen, die kann ich sehr leicht adressieren und das macht man, das funktioniert auch. Wieder dadurch, dass man mit einer sehr, sehr kleinen Lernrate arbeitet, ist es nicht wirklich dramatisch, dass das hier ja viel weiter weg ist als das hier. Das gleicht sich dann im Laufe der Zeit wieder aus. Man kann es auch anders machen. Man kann auch den Abstand richtig berechnen, ja, mit einer Abstandsfunktion. Ich habe Ihnen hier welche hingeschrieben, die kommen gleich noch ein bisschen genauer, nämlich Bubble, dreieckig, triangular, die Gauss-Funktion oder der mexikanische Hut. Was heißt Abstand Bubble? Abstand Bubble heißt, ich sage einfach, benachbart ist alles, was innerhalb eines bestimmten Radius um meinen Winner liegt. Ja, ich sage Radius 3, zurück, dann muss ich eben hier 1, 2, 3 diesen Radius hier einzeichnen und dann für jedes Neuron gucken, liegst du innerhalb des Radius, liegst du außerhalb des Radius. Und wenn du innerhalb des Radius liegst, dann bist du Nachbar, dann wirst du aktualisiert. Und wenn du außerhalb des Radius liegst, dann wirst du nicht aktualisiert. Ja, das ist ein bisschen besser als die Moore'sche Nachbarschaft, weil es eben nicht viereckig ist und weil ich die Diagonalen wegschneide. Ja, die hier im Eck liegen, die nehme ich nicht mit als Nachbarn. Also Bubble ist besser als einfach nur die Nachbarn nehmen. Ist ein bisschen aufwendiger, dauert ein bisschen länger. Ja, sagen Sie jetzt, oh, was soll's? Na, ganz so ist es nicht. Wie gesagt, man braucht viele tausend, viele hunderttausend Trainingsschritte oftmals. Bei einer großen Karte kann das durchaus zeitkritisch werden, wie man den Abstand berechnet. Ganz klar. Und da ist eben einfach das Viereck ist einfacher zu rechnen, als hier die Abstände immer zu berechnen. Logisch. Der Nachteil dieser Funktion ist, dass eben die Stärke, mit der trainiert wird, also der Betrag, um den meine Vektoren in die richtige Richtung gebogen werden oder Richtung Trainingsmuster gebogen werden, die ist überall gleich groß. Ja, also der Winner wird um 10% gebogen und einer ganz am Rand hier vom Bubble, der wird auch um 10% gebogen. Können wir das besser machen? Ja. Dazu gibt es die Triangular-Funktion. Ja, triangular heißt nichts anderes, als dass ich von der Mitte nach außen, ich habe Ihnen jetzt kein Bild gemalt, ja, aber das können Sie sich, glaube ich, vorstellen. Ja, also Bubble sieht eben so aus, Triangular würde dann so aussehen. Ja? 1, 0. Distanz D. Und das hier wäre meine Lernrate. Wie nennen wir die? Weiß ich auch nicht. Ja? Lernrate, LR. Ja, also triangular würde heißen, unseren Winner selbst, den korrigieren wir sehr stark. Wo sind wir da? Aber ein Neuron, das gerade am Rand sitzt, das korrigieren wir fast gar nicht mehr. Und je dichter wir dran sind, desto stärker ist die Korrektur. Das ist sicher besser. Ja? Das ist sicher besser als diese Bubble-Geschichte. Vor- und Nachteil. Sehr häufig ist es günstig, am Ende des Trainings, also einen Tipp geben, am Ende des Trainings mit Bubble zu arbeiten, weil wenn man am Ende des Trainings eine Karte hat, die eigentlich schon fast fertig optimiert ist und dann aktualisiert man die Umgebung meiner Winner, dann kann das dazu führen, dass man immer wieder eigentlich schon richtige Anordnungen auf der Karte kaputt macht. Ja, weil man ja immer, ich habe hier einen Trainingsvektor und jetzt aktualisiere ich einen, der ist aber eigentlich schon für was anderes trainiert und den schiebe ich trotzdem wieder weg. Und da ist es ganz günstig, am Ende des Trainings mit Bubble zu arbeiten und mit einem kleinen Radius, sodass man tatsächlich nur die nächsten Nachbarn korrigiert und dann am Schluss aber wirklich auch auf Null ist. Ja, also einen korrigiert und den nächsten, der übernächste muss schon Null sein und darf nicht noch hier in dieser Schräge drin liegen und auch noch ein bisschen korrigiert werden. Muss man lernen, wie man damit umgeht. Ja, also sehr häufig ist tatsächlich Bubble, ich nehme Bubble ganz gern für die letzten Trainingsschritte, damit man da das Training nicht wieder zerstört, das schon stattgefunden hat. Statt der Triangularfunktion hat sich eigentlich eingebürgert, dass man die Gauss-Funktion nimmt. Ja, das ist diese gaußsche Glockenkurve. Die hat einfach den Vorteil, sie geht nie exakt auf Null. Das heißt, ich muss nicht prüfen, bist du noch im Radius oder außerhalb im Radius, sondern ich kann für jeden x-beliebigen Abstand, für jedes x-beliebige Neuron einfach die Gauss-Funktion berechnen. Und die wird dann für weit entfernte Neuronen fast null. Ja, dann spielt es keine Rolle mehr. Und sie wird für Neurone dicht dran sehr groß. Ich kann die so skalieren, dass die in der Mitte 1,0 ist, sodass mein Winner selbst mit 1,0 korrigiert wird und je weiter weg das ist, desto weniger ist und es geht eben über so einen Kopf. Das ist sehr, sehr elegant und viele Leute benutzen standardmäßig eigentlich immer diese Funktion. Gauss versus Bubble. Ja, als erstes fällt einem ein, naja, wenn ich die Formel angucke, das ist sicher sehr viel umständlicher zu rechnen und dauert vermutlich auch viel länger. Das war natürlich auch so die erste Idee, die ersten Kohonenkarten-Implementierungen arbeiten mit Bubble. Das geht am schnellsten irgendwie. Heutzutage stimmt das alles nicht mehr. Ja, heutzutage ist es nicht mehr so, weil wir haben arithmetische Koprozessoren und E-Funktionen, so wie hier, die können extrem schnell berechnet werden. Während wenn wir die Bubble-Funktion haben, da müssen wir zwar nichts rechnen, wir müssen aber eine Verzweigung machen. Ja. If R größer D oder if R kleiner D, dann mach 1, andernfalls mach 0. Und Verzweigungen, wissen Sie aus Compilerbau vermutlich, Verzweigungen sind böse. Verzweigungen machen Code langsam. Tatsächlich ist es so, dass auch auf modernen Prozessoren ein Bubble-Training deutlich langsamer ist als ein Gauss-Training. Also da täuscht man sich manchmal, obwohl man intuitiv sagen würde, ja, das ist das Schnellere, stimmt nicht. Gauss ist tatsächlich auf modernen CPUs deutlich schneller als Bubble. Deshalb spricht eigentlich nichts dagegen, Gauss zu nehmen. Außer, wie gesagt, das Problem von Gauss, dass es nie ganz null ist, das heißt, man trainiert eben tatsächlich auch Nachbarn, die schon noch einen bestimmten Abstand, einen schönen Abstand haben, immer ein bisschen mit Und das kann am Ende vom Training eben ein Problem geben, weil man dann irgendwo trainiert, wo man gar nicht mehr trainieren will. Ja, ich will eigentlich meinen Neuron hier trainieren und nicht das da drüben. Okay. Es gibt noch eine Alternative, die manchmal verwendet wird, nämlich der Mexikaner-Hut. Ja, das ist die Mexican-Head-Funktion. Die geht so ins Negative und dann wieder raus. Ja. Positiv. Sieht ähnlich aus wie die Gauss-Funktion. Gauss-Funktion klingt aber einfach so ab, während die Mexican-Head-Funktion, die geht ins Negative und kommt dann wieder hoch. Was hat das für einen Vorteil oder für eine Auswirkung? Naja, da wo das Ding negativ ist, da bedeutet es, dass die Neurone, die Codes, weggedreht werden. Ja, die werden da nicht hingedreht zum Trainingswerk, die werden weggeschoben. Was hat das für... Ja, will man das? Sehr häufig will man das nicht, aber das kann natürlich, wozu führt es, wenn man es einbaut, dann führt es dazu, dass einzelne Bereiche auf der Kohon-Karte sauber voneinander getrennt werden. Ja? Die mit Gauss-Funktion trainiert, versucht das Ding ja immer schöne Übergänge zu machen, ja? weil sehr weit entfernte Codes immer noch so ein bisschen hergeschoben werden. Während mit dem Mexican Head bekommt man eben dann in diesem Radius diese Abstoßung, die dafür sorgt, dass Bereiche auf der Karte isoliert werden. Ja? Dass die tatsächlich, da gibt es ein paar Vektoren, die zeigen dann in die Richtung und dann irgendwo zeigen sie in eine andere Richtung und dazwischen drin ist wirklich ein Gap, da ist eine Lücke. Das ist manchmal ganz praktisch. Ja, sollten Sie sich merken, wird selten verwendet, aber man sollte es vielleicht häufiger verwenden, als es die Leute tun, weil es für manche Probleme tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant ist. Ja, einfach nur, damit Sie mal sehen, wie das aussieht. Man kann solche Karten auf unterschiedliche Art und Weise visualisieren. Rechts ist so eine typische dichte Karte. Ja, ich male einfach die Kohon-Karte auf und male mir für jedes Neuron rein, wie viele Trainingsmuster sind am Ende tatsächlich in diesem Neuron drin. Also sprich, für wie viele Trainingsmuster ist ein bestimmtes Neuron der Winner. Und da sieht man, das ist ganz typisch, dass es sehr unterschiedlich ist. Ja, es gibt Neurone hier, die sind leer. Das, was hier so als schwarzer Punkt ist, das sind leere Neurone. Dann so die durchschnittliche Dichte ist gelb und dann gibt es hier so eine rote Spitze. Das sind sehr viele. Sie können da unten vermutlich die Zahlen nicht lesen. Aber das ist hier eine zweistellige Zahl. Ja? Das sind irgendwie 90 oder sowas, die da in dem einen Neuron drin sind. Und in ganz vielen anderen Neuronen sind nur 1, 2, 3 drin. Also das ist ganz typisch, aber da sieht man eben, wie der Datensatz aufgebaut ist. Denn das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Trainingssamples, die einfach so ähnlich aussehen. Die sind sich alle ähnlich. Und dann gibt es ganz viele, die sich unähnlich sind und die sich dann auf dieser Karte hier verteilen. Wenn es Unterschiede gäbe zwischen diesen vielen, die hier auf einem Haufen liegen, dann würde die Kohon-Karte das machen, was unser Gehirn auch macht, dann würde sie das in die Breite ziehen. Ja, dann würde sie sagen, oh, wenn es hier Strukturen gäbe in den Daten, die wichtig sind, die interessant sind, dann würde die Kohon-Karte das aufziehen und würde sagen, okay, diese Strukturen, die versuche ich jetzt darzustellen und bilde das in unterschiedliche Neurone. Dadurch, dass das ins gleiche Neuron passt oder in direkt benachbarte Neurone, dass es so einen Mini-Cluster hier gibt, weiß ich, die sind sich alle brutal ähnlich. Und dann ist langweilig, ja, wenn ich 1000 Trainingsmuster habe, die sich völlig ähnlich sind, dann reicht es, wenn ich die durch ein Neuron interpretiere. Nochmal hier, was ich vorher schon gesagt habe, die SOM macht eine grundsätzlich andere Art der Abbildung als eine PCA oder andere Dimensionsreduktionsverfahren, weil sie eben so nicht linear ist. Weil ich eben nicht sagen kann, nochmal zurück, ja, wenn ich hier zwei Stellen habe, die so weit auseinander sind, und zwei nehmen, die weiter auseinander sind, ich muss es anders malen, ja, die weiter auseinander so oder so, dann sind die eben nicht halb so ähnlich, ja, wie die. Die zwei sind nicht halb so ähnlich wie die, sondern ich kann eigentlich nichts darüber sagen, ob die hier unähnlicher sind oder die zwei unähnlicher sind. Ich weiß nur, wenn sie ganz dicht bei die sind, alle ähnlich, das weiß ich. Ja. Oder hier, wo ich so eine Kluft habe, oder da, ja, wo ich leere Neurone dazwischen habe, da kann ich ziemlich sicher sein, dass das, was auf der einen Seite von den leeren Neuronen und das, was auf der anderen Seite von den leeren Neuronen ist, dass die gar nichts miteinander zu tun haben, dass die wirklich unähnlich sind, weil sonst wäre das hier nicht leer dazwischen. Ja. Da ist so ein topologischer Bruch hier dazwischen, ja, hier auch. Da ist so ein topologischer Bruch, der ja, musste die Karte machen, weil es das oberhalb und unterhalb nicht anders anordnen konnte, nicht so anordnen konnte, dass das wieder stimmt. Also topologisch möglichst korrekt, aber nicht der Versuch, den globalen Fehler zu minimieren, den durchschnittlichen globalen Fehler zu minimieren. Als nächstes schauen wir uns mal an, wie sich die SOM so verhält. Da habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, bevor wir uns dann die echten Beispiele für Kohonenkartenanwendungen anschauen. Also, ich nehme mal eine ganz einfache Demo-SOM sozusagen. Die ist quadratisch aufgebaut und die hat zweidimensionale Codes. Warum? Weil ich zweidimensionale Codes visualisieren kann. Ja, zweidimensionale Codes haben XY oder kann ich als XY-Koordinaten interpretieren und ich kann den Wert jedes Codes auf so ein Gitter einfach einzeichnen. Ja? Jeder Wert des Codes ist da ein Punkt innerhalb dieses Quadrats. Jetzt gehe ich her und mache einen Trainingsdatensatz, auf dem stehen genau diese Punkte drauf. Ja, ich habe es oben mal angefangen zu schreiben, 1,00,0, 1,00,1, 1,00,2. Ja, ich nehme alle diese Punkte, die hier liegen, ich nehme auch 0,5, 0,5, 0,5, 0,6 und 0,3, 0,4. Also lauter Punkte innerhalb dieses Quadrates, das soll das Einheitsquadrat sein, also immer von 0 bis 1 gehen, die nehme ich als Trainingsdaten und die trainiere ich jetzt auf das SOM. Das SOM ist am Anfang zufällig initialisiert und jetzt trainiere ich diese Daten da rein und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe das hier mal mit ein paar Screenshots gemacht. Ja, am Anfang ist die zufällige Initialisierung ganz da vorne. Und dann sehen Sie, das fängt an, sich auszufalten, aufzufalten, aufzufalten, aufzufalten. Und nach ein paar tausend, das sind 10.000 Trainingszyklen hier, nach ein paar tausend Trainingszyklen ist die SOM aufgespannt über meinen Eingaberaum. Ja, in dem Fall ist es keine Dimensionsreduktion, die ich hier gemacht habe. Geht nicht, ja, dann können wir es nicht mehr sehen. Ich will jetzt das hier echt sehen. Aber Sie sehen, die SOM passt sich meinem Eingaberaum. Eingabedaten an. Also was hier dargestellt ist, sind jeweils die Werte der Codes und die Striche, die Verknüpfungen, das ist das Gitter der Kohonenkarten. Ja, also der hier unten, das ist tatsächlich der Code hier. Ja, und der unten in der Ecke, der hat diesen Wert, was ist das, 1,0. Ja, und der hier oben, das ist der Code hier und der hat den Wert 1,1. Und der in der Mitte, das ist der Code hier in der Mitte und der hat den Wert 0,5, 0,5. Ja, also die Linien, die zeigen uns an, wie die Neurone auf der Kohlenkarte angeordnet sind. Und die Stelle, wo eben jeweils die Kreuzung zwischen zwei Linien ist, die zeigt den Wert an, den der Code des jeweiligen Neurons hat. Und Sie sehen, das faltet sich auf, das passt sich genau diesem Raum an. Interessant ist, was passiert jetzt, also jetzt haben wir ein Quadrat abgebildet auf eine quadratische Karte. Was passiert, wenn wir eine andere Form abbilden? Ja? Wenn ich zum Beispiel alle Werte, die ich als Training nehme, aus einem Dreieck nehme. Ja, da ist 1,0, 1,0 ist nicht im Trainingsdatensatz drin. Es sind nur Daten im Trainingsdatensatz drin, die aus dem Dreieck sind. Und jetzt trainiere ich das auf die Karte. Und was kriegen wir? Wir kriegen ein Dreieck. Ja, die Map ist natürlich immer noch quadratisch. Das sehen Sie hier an dem Gitter, das eingemalt ist. Aber die Werte der Codes, die repräsentieren jetzt ein Dreieck. Und das kann ich Ihnen noch ein bisschen schöner zeigen. Da gibt es nämlich ein schönes JavaScript-Demo. Und Demo GNG heißt das. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Ich zeige Ihnen mal an diesem Demo-Beispiel, wie eine Kohlenkarte sich an den Feature Space, also an die Topologie unserer Daten, an die Strukturen, die in unseren Daten drin sind, anpassen kann. Und zwar beginnen wir wieder mit dem Quadrat. Ja, das Beispiel, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, lassen wir hier mal laufen. Ja, Sie sehen hier in Rot dargestellt immer die letzten Positionen der Neurone, damit man sieht, wie die sich verändern. Sie sehen, die Lernrate wird kleiner, die Aktualisierungen werden kleiner und Sie sehen relativ schnell, hat sich die Karte im Prinzip an das Quadrat angepasst. Es ist noch ein bisschen eckig, aber mit der kleiner werdenden Lernrate können dann irgendwann auch die Ecken ausgebügelt werden. Und Sie sehen ganz schön auch hier wieder, ja, wie sich die Kohonenkarten dem Quadrat annähert. Ja? Und wie die Kohonenkarten in der Lage ist, das Quadrat abzubilden. Probieren wir mal was anderes. Ja, wir probieren einen Kreis. Ja, ein Dreieck hatten wir gerade schon, jetzt kommt ein Kreis. Also alle Trainingsmuster sind aus dieser grauen Fläche entnommen. Es wird also quasi nur Punkte trainiert, die aus diesem Kreis sind. Und Sie sehen, kein Neuron wird hier nach draußen gehen jemals. Da ist kein Trainingsmuster. Und innen wird diese quadratische Karte, das ist immer unsere gleiche quadratische Karte hier, die wird jetzt versuchen, diesen Kreis abzubilden. Und Sie sehen, das macht die eigentlich relativ gut. Ja? Jetzt versuchen wir mal das Ganze mit einem Rechteck, statt mit einem Quadrat. Und Sie sehen natürlich, die Kohonnenkarte passt sich auch dem Rechteck ganz gut an. Was interessant ist, ich halte mal hier kurz an, was interessant ist, Sie haben vielleicht erwartet, bei einem Rechteck so ein zusammengequetschtes Quadrat zu bekommen, das einfach da liegt, aber dann zusammengequetscht ist, passiert aber nicht. Warum? Das Rechteck hat eine Vorzugsrichtung. Der größte Abstand ist von links nach rechts. Ja, das ist der größte Abstand. Der größte Abstand auf unserer Kohonnenkarte, der ist nicht von links nach rechts, sondern der ist diagonal. Also wird die Kohonnenkarte ihren größten Abstand, den sie auf sich findet, nämlich die Diagonale, versuchen, auf den größten Abstand des Feature Spaces zu mappen. Und deshalb liegt unsere quadratische Kohnenkarte, die liegt hier über die Diagonale drin. Ja, hier ist eine Ecke, da hinten ist eine Ecke, unten und oben sind die Ecken unserer quadratischen Karte. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einer ganz wilden Form. Lassen wir mich ganz kurz nochmal neu anfangen. Genau, wir fangen nochmal neu an. Also, und auch einer völlig zufälligen oder wilden Form passt sich die Kohonnenkarte so gut wie möglich an. Wir sehen hier, ein Neuron ist jetzt noch außerhalb, es rutscht aber sogar auch noch an. Ja, das heißt, egal wie die Daten, welche Struktur die Daten in ihrem Feature Space haben, die Kohonnenkarte wird immer in der Lage sein, irgendwie eine vernünftige Repräsentation quasi zu finden. Jetzt probieren wir noch mal was anderes. Ich halte noch mal kurz an. Und zwar trainieren wir jetzt nicht mehr einen Quadrat, sondern wir trainieren Punkte, die aus einem Würfel sind. Ja, wir haben dreidimensionale Codebook-Vektoren jetzt und machen jetzt tatsächlich eine Dimensionsreduktion. Wir reduzieren dreidimensionale Trainingsdaten auf eine zweidimensionale Karte. Das Schöne ist, 3D können wir noch visualisieren. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Karte dem dreidimensionalen Problem anpasst. Ob das auch geht. Und Sie sehen, ja, das geht. Ja. Was passiert hier? Die Karte knüllt sich wie so ein Blatt Papier in den Würfel rein, sozusagen. Die Karte ist immer noch eine flache Karte, so wie unser Gehirn immer noch eine Fläche ist, aber die versucht, die Eigenschaften des dreidimensionalen Raumes, also die Eigenschaften eines Würfels, wiederzuspiegeln, und die schafft es. Verblüffend, die schafft es tatsächlich. Wieder ein zweidimensionales Beispiel, das aber auch schwierig ist. Alle Trainingsmuster stammen von einem Kreis. Ja, Trainingsmuster sind nur auf dem Kreis. Ja, und Sie sehen wieder, die Neurone am Ende liegen alle auf dem Kreis. Die Codes liegen alle auf dem Kreis. Es gibt ganz wenige, die in der Mitte sind. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die eben auch über eine Entfernung trainiert werden. Ja, über die gaußsche Abstandsfunktion werden eben auch entfernte Neuronen immer wieder mit trainiert und deshalb werden dann Neurone vom Kreis auch wieder weggezogen. Ja, also durch etwas cleveres Training könnte man das auch noch hinbekommen, aber das wollte ich Ihnen jetzt hier eigentlich nicht zeigen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Eindruck bekommen, wie so eine Kohonenkarten sich im Prinzip einer beliebigen Form im Feature Space anpasst und das für uns visuell sichtbar macht, weil was rauskommt, ist am Ende eine zweidimensionale Karte, die wir einfach angucken können. Was passieren kann, das haben Sie bei dem 3D-Beispiel, bei dem Würfel gerade gesehen, dass es irgendwie so komische Verknäulungen gibt auf der Kohnenkarte. Das erkennt man, wenn man diese Map hier darstellt. Man sagt dazu auch, das ist ein Simmons-Mapping. Also wenn man versucht, das Gitter der Kohnenkarte auf die Werte der Codes zu mappen, dann kann sowas passieren. Ja, so eine Karte, die sieht aus wie ein Blatt Papier, das in der Mitte einmal zusammengedreht ist, ja, wie so ein eingepacktes Bonbon. Sieht es aus. Sowas kann passieren, und zwar kann es deshalb passieren, weil die Kohnenkarte tatsächlich ja nur Abstände optimiert, aber keine Winkel, sondern nur Abstände. Und über so eine Engstelle durch, da stimmen ja alle Abstände. Ja, die Abstände, die gehen alle durch den einen Punkt durch und die sind alle richtig. Und deshalb kann es durchaus passieren, dass so eine Kohonenkarte keine Notwendigkeit mehr sieht, irgendwas zu optimieren, weil das ist alles gut. Für uns sieht es zwar blöd aus, ja, es wäre schöner, man würde das aufdrehen, aber für die Kohonenkarte sieht es gut aus, weil die eben nur Abstände kennt und die Abstände, die können ja alle durch einen Punkt durchgehen und sind trotzdem richtig. Das ist trotzdem ein topologischer Defekt. Wenn man sowas sieht, wenn man sich diese Darstellung seiner Kohnenkarte, seiner trainierten Kohnenkarte anschaut und man sieht sowas, dann ist vielleicht einfach eine gute Idee, das Ganze nochmal zu trainieren, um zu schauen, ob das nächste Mal wieder passiert. Es kann natürlich auch sein, dass sowas in den Daten drin steckt und dann wird es immer wieder so sein und dann ist es auch richtig so. Ja, dann ist es eine Erkenntnis, dann lernen Sie was über Ihre Daten, dass die so eine Engstelle haben. Okay. Ja, eine Geschichte noch. Haha, da haben Sie schon drauf gewartet. Natürlich, ja, der Dominik, der Freund der hexagonalen Gitter. Natürlich kann man das auch mit Kohonenkarten machen. Man kann natürlich auch Kohonenkarten auf ein hexagonales Gitter machen, statt auf ein quadratisches. Und Sie werden sich nicht wundern, das ist viel besser. Ja, hexagonale Gitter sind natürlich am Ende viel besser. Warum? Wir haben genau die gleichen Vorteile wie bei den einfachen Partitionierungen auch. Hier oben haben Sie das Problem mit der Moore'schen Nachbarschaft. Ja? Die hellen rosa dargestellten sind ja schon fast 1,5-mal so weit entfernt wie die 4. Das passt irgendwie nicht so richtig. Im hexagonalen Gitter haben Sie ein Neuron in der Mitte und dann haben Sie 6, die drumherum sind und die haben alle exakt den gleichen Abstand. Ja? Und in der zweiten Koordinationssphäre haben Sie, ich weiß jetzt nicht wie viele, die haben nicht mehr exakt den gleichen Abstand, aber immer noch fast. Das heißt, die Ringe, die Sie um ein Neuron rummalen können, indem Sie einfach die nächsten abzählen, die sind fast perfekte Kreise. Und das ist natürlich wunderschön. Ja, das gibt sehr schöne Karten. Es gibt noch was zweites Schönes, das sind die Ecken. Ja, Sie haben hier im Eck, da oben und da unten und da oben, wir haben hier im Eck Neurone, die haben nur 2 Nachbarn. Wir sagen, oh, ist das gut oder ist das schlecht? Das ist gut, weil die Kohnenkarte, die muss immer anfangen, irgendwo Muster zu bilden. Die braucht quasi Kristallisationskeile. Stellen, die besonders hervorgehoben sind, an denen Strukturen sich erstmal festmachen können und von dort aus die Karte sich dann quasi strukturieren kann. Und das sind solche Ecken, die ganz hervorgehoben sind, weil sie nur 2 Nachbarn haben. Ja, die Neuronen in der Mitte haben 6 Nachbarn, die haben nur 2. Die anderen hier im Eck, die sind gar nicht richtig im Eck. Ja, der hat hier 3 Nachbarn, der hat auch 3 Nachbarn, das ist aber schon gar nicht mal richtig das Eck da oben. Also das ist eine sehr interessante Eigenschaft für die Kristallisationskeime der Strukturbildung auf, auf dem neuronalen Netz, auf der Kohonenkappe. Und eventuell auch deshalb sind die Karten tatsächlich auch in der Abbildungsqualität sehr häufig besser als die rechtwinkligen. Einzigster Nachteil ist, das ist in der Tat ein bisschen komplizierter zu rechnen. Ja, die Koordinaten muss man berechnen, die Abstände muss man berechnen. Das ist ein bisschen mehr Rechenaufwand bei der Implementierung als das hier, aber das lohnt sich allemal. Wenn Sie jene Kohnenkarte selber implementieren, machen Sie es gleich hier mit dem hexagonalen Gitter. Ein erstes Beispiel. Ich habe gedacht, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Schule und an das Problem, eine Landkarte unseres Globus zu zeichnen. Ja? Dann, deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal den Globus hierher, zeichne auf dem Globus, ich habe es ja mal auf flach gemacht, einfach damit es einfacher zu zeigen ist, zeichne auf dem Globus ein, wo die Längen und Breiten gerade sind und schreibe mir dann für alle 10 Längengrade und alle 10 Breitengrade auf, ob an der Stelle Land ist oder Wasser. Ja, das heißt, ich mache einen Datensatz mit Längen und Breitengraden, da steht immer dran 0 Grad Länge, 0 Grad Breite und dann steht dahinter, ob es Land ist oder Wasser. Warum Land oder Wasser? Weil ich dann nachher auf der Kohnenkarte zum Beispiel Land wieder braun und Wasser blau einfärben kann und dann schauen kann, ob man die Länder sieht, also sprich, ob die Kohnenkarte die Koordinaten, die zum Beispiel an der Stelle sind, auch wirklich an die richtige Stelle abgebildet hat oder ob die vielleicht ganz woanders sind. Also, wie sieht das aus? Da sind hier oben die Längengrade von minus 180 bis plus oder minus 170 bis plus 180 Grad und da die Breitengrade von minus 90 bis plus 90 Grad aufgetragen. Und für jede Kreuzung zwischen so einem 10er Schritt Längengrad, 10er Schritt Breitengrad, habe ich draufgeschrieben, ist es Land oder ist es Wasser. Ja, aus diesem Ding habe ich dann einen richtigen Datensatz gemacht. Ja, das ist jetzt eine Tabelle, da steht hier 0 Grad, 90 Grad Wasser, ja, oder hier 20 Grad, 70 Grad Land und so weiter. Die Sortierung spielt keine Rolle. Ich habe das am Ende, wird es einfach durchmischt, damit es keine Sortierung hat. Dann habe ich noch einen zweiten Datensatz gemacht. Da habe ich die Grad ersetzt durch Kilometer. Warum? Ich gehe mal eins zurück. Weil, schauen Sie mal da unten, die Antarktis, die ist riesengroß. Ja, warum? Die geht natürlich von minus 170 bis plus 180 Grad um den ganzen Globus rum. Aber ja, da unten, da ist es ja nicht viel. Ja? Das geht zwar ganz im Kreis rum, aber das ist in Wirklichkeit gar nicht weit, weil da unten ist ja die Kugel gar nicht mehr viel. Also der Unterschied, der Abstand zwischen 10 Grad, Längengrad am Südpol, der ist ja ganz, ganz klein. Und deshalb ist das natürlich eigentlich falsch, wenn ich hier in Grad arbeite. Ich müsste in Kilometer arbeiten. Und deshalb habe ich alle diese Werte hier umgerechnet auf Kilometerangaben, sodass tatsächlich die Abstände auf der Erdoberfläche in Kilometer zwischen diesen Ls und Ws dastehen. Ja, und das ist hier der zweite Datensatz. Da sehen Sie jetzt die Kilometerangaben und L und W dahinter. Und jetzt probieren wir mal, diesen Datensatz auf eine Kohnenkarte zu mappen. Und das habe ich in einem kleinen Jupyter-Notebook gemacht. Da schalte ich gerade mal um. Was die Kohnenkarte mit diesem Datensatz macht, schauen wir uns jetzt mal hier im Notebook an. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Imports. SOM ist das Paket som.jl, das ist sehr schön Kohonenkarten implementiert von uns entwickelt wurde, müsste mal wieder ein bisschen aktualisiert werden. Wir benutzen hier noch Matplotlib als Plot-Backend. Das könnte man mittlerweile natürlich auf plots.jl umbauen. Vielleicht hat ja von Ihnen mal jemand Lust dazu, das zu machen. Jetzt schauen wir uns die Daten an. Ja, die Daten stehen in einem CSV-Datei drin. Ich lade die und Sie sehen den Dataframe. Hier stehen die Gradangaben, Länge, Breite und Topo heißt, ob es Land ist oder Wasser. Dann machen wir den Trainingsdatensatz daraus, denn die Kohonenkarten wird unüberwacht trainiert. Das bedeutet, wir brauchen die Klassifizierung Land oder Wasser brauchen wir nicht. Ich nehme nur die ersten beiden Spalten hier raus. Ja, ich zeige es Ihnen nur noch mal, damit Sie mir glauben, dass ich hier tatsächlich Land, Wasser nicht mit dabei habe. Es sind nur die Koordinaten, die trainiert werden. Und jetzt kommt die SOM. Ich mache die relativ klein, weil wir nicht allzu viele Datenpunkte haben. Darf natürlich die SOM auch nicht allzu groß sein. Es sind nur 200 Neurone da drauf. Und Sie sehen, die erste Zeile initialisiert die SOM als rechtwinklig, weil das einfach besser auf das passt, was wir trainieren wollen. Und dann trainiere ich in 3 Schritten mit unterschiedlicher Lernrate und mit unterschiedlicher Kernelfunktion. Für die letzten beiden Feintunings verwende ich, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, den Bubble-Kernel, damit die benachbarten Neurone nicht verschoben werden. Also wir trainieren mal. Das dauert ein paar Sekunden. Das erste Training, das zweite Training, das dritte Training. Und Sie sehen, da kommt ein SOM-Objekt als Ergebnis raus. Da steht die SOM drin, da stehen die Codes drin und noch ein bisschen mehr Informationen. So, jetzt plotten wir mal. Da gibt es eine Funktion, die heißt Plot Classes. Die ist in dem Paket mit drin. Und da sehen Sie die SOM dargestellt oder alle Neuronen der SOM dargestellt. Und da wird jetzt angezeigt, wie viele Trainingsmuster von welchem Typ, nämlich Land oder Wasser, in welchem Neuron gelandet sind. Und das wird jedes Mal als kleines Tortendiagramm angezeigt. Ja, hier sind dann eben 50% Land und 50% Wasser. Man sieht es nicht so wirklich gut. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal noch eine kleine Funktion, die mir einen Majority Vote macht. Ich sage hier, wenn die Frequencies in einer Zelle hier größer 0,3 für Land sind, wenn da also mindestens 30% Land drin ist, dann soll die ganze Zelle Land werden. Ja, Sie sehen, ich habe hier auskommentiert, Frequencies Land, größer Frequencies Water, könnte man auch machen. Aber ich habe da ein bisschen rumgespielt mit 0,3, ist vielleicht ganz gut, das sieht ganz gut aus. Ja, weil sobald ein bisschen Land ist, ist es ja Land an der Stelle. Deshalb ist das vielleicht ganz gut. Und dann setze ich das auf 0,75, den Wert, und für Wasser setze ich ihn auf 0,2. Warum? Weil ich das nachher einfach als Heatmap visualisieren kann. Und zwar mit der Terrain Color Map. Die ist eben eine Landfarbe für 0,75 und eine Wasserfarbe für 0,2. Dann brauche ich keine aufwendige Plot-Funktion machen, sondern kann einfach eine Heatmap aus dem Array machen. Also die Funktion müssen wir hier definieren. Und jetzt können wir sie ausführen. Und Sie sehen, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nordamerika, Südamerika, da ist Europa, Afrika, Asien, Australien ist da. Und da unten ist die Antarktis und die zieht sich ganz um die Erde rum, logischerweise. Das ist der Fehler in dem Datensatz mit den Winkeln, weil die Antarktis geht eben von minus 180 Grad bis plus 180 Grad. Auch wenn das in Wirklichkeit nur ein Zentimeter ist oder ein Millimeter ist, der hier ganz im Kreis rumgeht. Aber deshalb ist das logischerweise so richtig. So, jetzt probieren wir das Gleiche noch mit dem Kilometer-Datensatz. Also wir versuchen diesen Fehler, der durch die Gradangaben reinkommt, wettzumachen, indem wir einfach angeben, wie viel Kilometer das ist. Jetzt müsste die Antarktis kleiner sein, weil die besteht ja nur aus wenigen Kilometern, auch wenn sie um die ganze Erde rumreicht. Und ich habe das mal trainiert hier schon, weil das Training doch immer ein paar Sekunden dauert. Genau gleich wie vorher den Weltdatensatz genommen, ohne Europa. Und wie sieht unsere Karte aus? Da ist sie. Jetzt ist die Antarktis zusammengeschrumpft. Ja, jetzt ist die Antarktis so groß, wie sie tatsächlich nur ist. Da ist Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien. Ja, wir sehen jetzt tatsächlich eine realistischere Darstellung. Das sieht jetzt eher, ja, eher flächentreu aus sozusagen. Das heißt, wir haben jetzt Kilometer abgebildet. Also sehen wir jetzt auch Kilometer. Also Sie sehen, die Kohon-Karte kann tatsächlich die Topologie dieser Landkarte richtig darstellen. Das ist jetzt die Erweiterung vom Datensatz. Und zwar habe ich mir gedacht, wir packen mal noch ein bisschen Europa mit dazu. Ja? Da sind wieder Gitterlinien eingezeichnet entlang der Längen- und Breitengrade. An jedem Kreuzungspunkt hier kann man ablesen, welcher Längen- und Breitengrad da gerade ist, und dann wieder dahinter schreiben, ist da Land oder Wasser. Ja, hier ist das Schwarze Meer und da ist das Mittelmeer. Und dann schauen wir mal, wenn wir das wieder dazufügen, einfach zu unseren Trainingsdaten, was die Kohon-Karte daraus macht. Denn das grobe Gitter drumherum, das gibt es ja auch hier in Europa, das gibt es ja trotzdem noch. Ja? Das heißt, hier ist der Datensatz eingeladen aus Europa.dat, und Sie sehen, da ist natürlich sehr viel Land. Hier ist vermutlich Mittelmeer oder sowas oder vielleicht auch Atlantik. Stellenweise gibt es dann doch, gibt's natürlich auch um Europa herum Wasser. Okay. Den lade ich. Ich lade den Weltdatensatz mit dazu. Ich appende die beiden und mache wieder einen Trainingsdatensatz, der nur die Längen- und Breitengraden enthält, aber nicht eben die Information, ob es Land oder Wasser ist. Und hier trainiere ich die SOM. Ich habe die auch schon mal vortrainiert, damit wir nicht wieder 20 Sekunden oder 15 Sekunden warten müssen. Und Sie sehen, wie sieht das Ergebnis aus? Wir haben wieder in Grad, das heißt, das Ergebnis sieht wieder so ähnlich aus wie eine Landkarte, die man auch durch eine normale Projektion bekommt. Nordamerika, Südamerika, Antarktis ist um den ganzen Globus gezogen, Afrika, Australien, Asien, und jetzt sehen Sie hier aber Europa deutlich besser. Ja, hier ist irgendwo die britische Insel noch mit dran, hier sehen Sie Spanien, da sehen Sie noch ein bisschen Nordsee, hier sieht man noch ein bisschen Mittelmeer und vielleicht Kaspisches Meer noch mit drin. Was auffällt ist, schauen Sie mal, wie groß Europa ist. Ja, hier ist das Mittelmeer, das ist riesig groß. Ja, das Mittelmeer geht ja dann bis hier vor. Das ist so groß wie ganz Südamerika. Das ist genau das, was die Kohon-Karte hier mit uns macht. Ja, die Kohon-Karte sieht, oh, Europa gibt es viele feine Strukturen, die muss ich darstellen. Und deshalb stellt die Kohon-Karte die feinen Strukturen von Europa auf einer relativ großen Fläche dar, während die andere Strukturen, ja, hier Südamerika zum Beispiel oder hier hinten Asien, ja, ganz Asien da hinten. Da sind ziemlich viele Strukturen, da ist alles bloß eine Fläche, und deshalb wird es auf eine ganz, ganz kleine Fläche auf der Karte zusammengequetscht. Ja, so wie der Homunculus auf unserer Großhirnrinde, da wo nichts interessant ist, da wird es zusammengeschoben, und da wo viel los ist, da wird es aufgebläht. Und genau so passiert das hier auch. Für uns ist es aber genial richtig, weil wir auf diese Art und Weise eben sehen, wo im Datensatz Strukturen sind, Strukturen, die uns vielleicht interessieren können. Zum Schluss jetzt noch ein paar richtige Anwendungsbeispiele, damit Sie sehen, dass man damit auch was machen kann. Ja, erstes Beispiel, Diagnose von Prostatakrebs, nicht ganz unwichtig für viele von uns. Und zwar wird das typischerweise so gemacht, dass Biopsien entnommen werden. Das heißt, es werden Gewebeproben entnommen aus dem Tumor. Die werden dann geschnitten in feine Scheiben, werden angefärbt mit speziellen Farbstoffen. Und diese Bilder sehen dann so aus, wie da links dargestellt. Und anhand von denen schaut dann ein Arzt drauf und sagt, ist das ein Tumor, ist das kein Tumor? Und wenn ein Tumor, wenn ein Krebs, wie weit fortgeschritten ist er? Ja, und eines unserer Projekte ist zum Beispiel eben sowas quantitativ zu machen oder eine Maschine zu bauen, eine Software zu bauen, die das automatisch klassifizieren kann und die automatisch die Diagnose stellen kann. Ganz billiger Ansatz ist, man berechnet irgendwelche Parameter dieser Bilder, zum Beispiel die fraktalen Dimensionen. Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, was eine fraktale Dimension ist, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die berechnen kann. Und hier sind einfach 4 verschiedene Möglichkeiten genommen, 4 verschiedene Algorithmen, mit denen man die fraktale Dimension eines zweidimensionalen Musters abschätzen kann. Und Sie sehen, die Werte, die steigen an von oben nach unten. Ja, Gleason 3 ist noch ein fast gesundes Gewebe. Gleason 4 ist dann schon schlimmer, Gleason 5 ist dann schon ein sehr schlimmer Tumor. Und Sie sehen, von weniger schlimm nach sehr schlimm steigen die Zahlen an, aber sie sind nicht klar getrennt. Ja, also das Maximum von 3 ist 5,9, das Minimum von 4 ist auch 5,9. Also die sind nicht wirklich getrennt voneinander. Das Maximum von 4 ist 7,1 und das Minimum ist ja auch 7,1. Es ist nicht ganz sauber getrennt. Man kann nicht aufgrund dieser Zahlenwerte jetzt genau sagen, wenn die eine bestimmte Größe haben, dann ist es Gleason 3. Ja, das geht eben leider nicht. Deshalb war die Idee, wir nehmen einfach alle 4 und mappen die auf eine Kohonenkarten. Wie sieht das Ergebnis aus? Auch da es nicht allzu viele Trainingsdaten sind, so um die 100 auf eine relativ kleine Karte. Und das ist jetzt die Dichte hier, also wo sind Samples gelandet. Und man sieht, die verteilen sich eben auf dieser Karte. Dann die Sammons Map hier unten dargestellt dazu. Da sieht man, das Problem ist tatsächlich fast linear lösbar. Ja? Die Karte, die rechteckige Karte, die ist wirklich, oder die hexagonale Karte, die ist wirklich fast erhalten. Das ist fast ein Rechteck, ne, was da rauskommt. Hier auf der Seite ist es ein bisschen abgeknickt, aber es ist tatsächlich fast linear das Problem. Das bedeutet, man könnte es vielleicht mit K-Means Clustering oder mit einer Support Vector Machine auch lösen, das Problem. Als letztes gehen wir her und bilden auf diese Dichten der Neurone ab, welche Trainingsmuster denn eigentlich in diesem Neuron landen, ja, in dem oder in dem oder in dem anderen. Und hier ist rot ist eben der schlimme Tumor und grün ist der nicht so schlimme. Und Sie sehen, die sind komplett getrennt. Ja, also die SOM trennt perfekt die weniger schlimmen Diagnosen von den sehr schlimmen Diagnosen. Das bedeutet, die SOM ist in der Lage zu erkennen, ob das ein Tumor im fortgeschrittenen Stadium ist oder ein Tumor im Anfangsstadium. Man könnte jetzt für eine neue Diagnose ein unbekanntes Bild machen, das auch auf die vortrainierte SOM einfach abbilden und dann schauen, landet es in dem Bereich ganz rechts oder landet es im Bereich ganz links oder landet es in dem Bereich in der Mitte. Und Sie sehen, die sind wirklich komplett getrennt, da sind überall leere Neuronen dazwischen. Das würde also tatsächlich zur Vorhersage auch von unbekannten Biopsien funktionieren. Mit der Einschränkung, dass es nur wenig Trainingsmuster waren, sodass wir eventuell hier nicht die ganze Vielfalt der möglichen Bilder, die es da so gibt, abgebildet haben. Ja, es ist immer das Problem beim Machine Learning, dass die Algorithmen nur das lernen, was im Trainingsdatensatz auch tatsächlich drin war. Für das nächste Beispiel müssen wir nochmal eine kurze Erweiterung, eine kleine Erweiterung diskutieren. Und zwar problematisch bei Kohonenkarten ist immer der Rand. Ja, ich habe vorher Ihnen gesagt, dieser Kristallisationskern im Eck, der ist ganz gut, das ist richtig. Für die Abbildung insgesamt ist der Rand aber manchmal schlecht, sondern manchmal wäre es günstig, man hätte Karten, die endlos sind, die einfach endlos in jede Richtung weitergehen. Die allereinfachste, billigste Möglichkeit, eine endlose Karte zu machen, ist, man macht aus der Karte einen Torus. Ja? Das ist ein Torus. Ja? Auf gut Deutsch würde man sagen, ein Autoreifen. In Amerika sagen die Leute Donut dazu. Ja, das ist ein Donut. Aber nicht den, den es zum Frühstück gibt, sondern eine Kohonenkarten, eine donutförmige Kohonenkarten. Wie mache ich aus einer normalen Kohonenkarten so einen Autoreifen? Das bin ich. Ich muss nur dafür sorgen, dass alles, was links rausgeht, rechts wieder reinkommt und alles, was unten rausgeht, oben wieder reinkommt. Ja, das bedeutet, ich habe kein Blatt Papier, aber ich habe ein Mauspad hier. Ja. Ich mache erstmal so rum zu, ja, das, was hier rausgeht, kommt auf der anderen Seite wieder rein. Und jetzt nehme ich das Ganze und biege das um, dann habe ich einen Autoreifen, dann habe ich hier auch noch das, was hier rauskommt, kommt da wieder rein. Ja, das heißt, wenn ich das mache, und das ist einfach zu implementieren, logischerweise, ja, ich muss nur Acht geben, wenn mein Index negativ wird, dann kommt er da hinten wieder rein und vice versa, dann habe ich eine endlose Kohonenkarten gemacht, die tatsächlich oftmals besser funktioniert, weil der Rand immer so ein bisschen knifflig ist. Ja, also eine randlose Karte wird auf diese Art und Weise erzeugt. Das ist jetzt nochmal ein berühmter Datensatz, und zwar der Handwriting-Datensatz. Da sind handgeschriebene Ziffern von 0 bis 9 drin. Und zwar wurden die alle mit so einem Digitalisiertablett gemacht. Das heißt, da wurde ein Strich gemalt und der Strich wurde dann etwas gesammelt, sodass das immer, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, 8 glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, dass es immer 8 Koordinatenpaare sind. Die Koordinatenpaare haben eine Reihenfolge. Ja, es ist also eben ein Unterschied, ob man die 0 so rum dahin malt oder ob man die 0 so rum dahin malt. Ja. Einmal ist das eine der erste Punkt, das andere Mal ist das andere der erste Punkt. Und so sehen die Ziffern aus in etwa. Ich habe jetzt einfach mal eine als Beispiel für jede genommen, einfach damit Sie sehen, wie dieser Datensatz aussieht. Die Aufgabe ist logisch. Die Aufgabe heißt, aus diesen Koordinatenpaare, das heißt, das sind 16 Zahlen einfach, 16 Attribute, die wir pro Ziffer haben, nämlich 8 Koordinatenpaare, aus denen herauszufinden, welche Ziffer das denn ist. Und der erste Schritt ist, die Daten kennenlernen. Also packen wir unsere 16 Attribute auf eine SOM. Die Codes in der SOM müssen 16 Dimensionen haben und dann können wir das trainieren. Das ist das Ergebnis. Ja. Das ist jetzt eine endlose Karte. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Ja, hier ist zum Beispiel, ja, sehen Sie, der Cluster hier, der grüne, das ist der gleiche wie der da drüben, ja, und da oben, das ist der gleiche wie der da unten. Und der hier gehört auch noch dazu, ja. Also Sie sehen, in der endlosen Karte, da kann es tatsächlich passieren, dass wir einen Cluster in die Ecke bekommen, da oben, und der ist dann an allen 4 Ecken. Ja, das ist dasselbe Cluster, weil die Karte eben randlos ist, weil das alles zusammengehört. Die Ziffern sind hier farbkodiert. Aber was Sie sofort sehen ist, also was Sie als erstes sehen ist, es ist genial, wie gut die SOM das hier auseinanderhält. Allerdings muss ich gestehen, da sind noch mehr Tricks mit dabei. Ja, das ist nicht mit dem Julia-Paket gemacht, das ist mit unserem R-Paket gemacht. Und das R-Paket hat spezielle Trainingsfunktionen, die in der Lage sind, Cluster voneinander abzugrenzen. Ja, die es noch besser schaffen, Cluster voneinander abzugrenzen. Wie macht man das? Ganz einfach. Man trainiert gegen Ende des Trainings hauptsächlich die Muster, die hier auf der Grenze zwischen 2 Clustern liegen, ja, sodass man zwar den Cluster innen drin nicht mehr verändert, sondern nur noch die Clustergrenzen hinschiebt und hier die Codes quasi rechts und links vom Cluster voneinander trennen. Das ist immer noch unüberwacht. Ja, es geht nicht darum, also der Trainingsalgorithmus weiß zu keinem Zeitpunkt, zu welcher Klasse ein Trainingsvektor gehört, ob das eine 1 ist, eine 2 oder eine 3 oder was weiß ich. Er weiß nur, dass er die nicht klar zu einem Cluster zugewiesen werden, dass er die nochmal trainieren soll, um zu sehen, ob es nicht vielleicht doch einen Unterschied gibt zwischen den beiden Clustern. Auf die Art und Weise bekommen sehr schön abgegrenzte Karten. Also das ist das Erste, was man sieht. Das Nächste, was man sieht, ist, dass es Buchstaben gibt, hier zum Beispiel eine 8. Für die gibt es eindeutig mehr Cluster. Da gibt es eine 8, da gibt es eine 8, da oben gibt es eine 8. Das ist dieselbe 8 wie da oben wieder. Ja? Da drüben gibt es ganz links nochmal 2 Neurone, die auch 8 enthalten. Genauso ist es bei der 0. Ja? Für die 0 gibt es hier einen Cluster und für die 0 gibt es da oben nochmal einen Cluster. Ja, bei der 0 ist es ganz einfach. Nämlich ist ein Unterschied, ob ich die 0 linksrum mal oder ob ich sie rechtsrum zeichne. Und das kann nicht den gleichen Cluster geben. Das Bild sieht nachher zwar gleich aus, aber die Koordinaten, die sich hintereinander kommen, während des Zeichnens registriert werden, sind natürlich komplett andere. Das Weitere, was man sieht, ist, es gibt manche Zahlen, die sind nicht trennbar, scheinbar. Ja? Hier gibt es Einsen, die bei der 2 drin sind. Ja? 1 und 2, die scheinen hier vermischt zu sein. Es gibt hier einen klaren, da drüben einen klaren 1er-Cluster. Es gibt auch einen klaren 2er-Cluster, aber es gibt manche Einsen, die hier irgendwie mit dazwischen drin liegen. Und die Fälle kann man sich aber anschauen. Und dazu ist dieser Datenbanksatz so schön, weil man das ja visualisieren kann. Und ich habe das mal hier gemacht für ein paar Neurone, die so unklar sind. Ja? Zum Beispiel vorne, da ist immer in dickrot ist immer dargestellt der Code. Ja? Dickrot ist der Code, das ist das, was das Neuron eigentlich repräsentiert. Und dann in unterschiedlichen Farben ist dargestellt die unterschiedlichen Ziffern, die dort reingemappt wurden aus dem Trainingsdatensatz. Und links, da sehen Sie eben rot, das sieht eigentlich aus wie eine 2. Da sind aber eben auch ein paar Einsen mit dabei. Ja? Das Blaue sind eben Einsen. Bei B ist es das Gleiche. Ja? Da sind in Blau ein paar Einsen mit dabei. Die Einsen sehen einfach auch sehr aus wie eine 2. Ne? Die sehen mehr aus wie eine 2 als wie eine typische 1. Und deshalb landen die hier in dem Cluster drin, der eigentlich 2 ist. Ja? Da unten bei C haben Sie so ein Problem zwischen 3 und 5. Ja, das sieht man schon dem Code eigentlich nicht an, ob das jetzt eine 3 ist oder eine 5. Es ist natürlich eine 5 eigentlich, aber da gibt es anscheinend Leute, die zeichnen eine 5 mit so einem Querstrich oben. Erstmal rum und dann. Und dann wird es halt eine 3. Wenn man das nicht sauber macht, dann sieht es eben vielleicht doch aus wie eine 3. Und dann kann natürlich die Kohonenkarten die Cluster auch nicht mehr trennen. Ja, hier bei der 7 ist es das Gleiche. Da ist, glaube ich, eine 5 mit dabei. Ja, zum Beispiel in Grün ist da eine 5 mit dabei bei der 7. Und es sind auch Einsen mit dabei. Die blauen sind die Einsen. Aber da sehen Sie auch wieder die blaue 1, ja, die hier runter geht. Das hat nicht viel mit einer 1 zu tun. Das ist einfach eine 7. Da hat jemand eine 1 gemalt, hat aufgeschrieben, das ist eine 1. Es ist aber gar keine 1, es ist eine 7, was er gemalt hat. Also, was sieht man, wenn man sich sowas anschaut? Man sieht, was in dem Datensatz drinsteckt. Man sieht, was man von dem Datensatz erwarten kann. Man sieht, solche Sachen wie 2 und 1 sind einfach nicht eindeutig gezeichnet. Heißt vielleicht, dass es tatsächlich auch in echt so ist, weil ich meine, wenn jemand Postleitzahlen auf ein Paket schreibt oder auf einen Brief schreibt, dann schreibt er vielleicht auch die 1 so, dass die fast aussieht wie eine 2. Wie soll man die auseinanderhalten? Ja, aber auf die Art und Weise lernen Sie, wie Ihre Daten funktionieren. Hier können Sie abzählen, wie viele Cluster es gibt. Wenn Sie K-Means-Clustering machen und die Clusterzahl vorgeben müssen, dann können Sie hier abzählen, wie viele Cluster Sie haben. Und das sind nicht 10, das sind mehr als 10 Cluster, die Sie hier brauchen. Okay, also Kohonenkarten. Und Sie sehen natürlich, das ist wieder eine hexagonale Karte, die sehen einfach wunderschön aus, die Dinger. Ganz am Schluss noch ein paar Tipps. Ich möchte ja, dass Sie SOMs benutzen und möglichst immer, wenn Sie neue Daten in die Hand bekommen, zunächst mal eine SOM machen, einfach um Ihre Daten kennenzulernen. Deshalb ein paar Tipps. Die Zahl der Eingabedimensionen, die ist tatsächlich beliebig. Es sind viele tausend möglich. Jemand glaubt es nicht, aber das funktioniert tatsächlich. Man kann auch mit 50.000 Attributen, 50.000 dimensionale Codes machen. Das funktioniert tatsächlich immer noch. Und es funktioniert meistens besser, als vorher eine PCA zu machen und die Dimension zu reduzieren, weil die Kohonenkarten selber in der Lage ist, die Hauptkomponenten zu erkennen und Strukturen im Datensatz zu finden, die wichtig sind. Genau, ich habe geschrieben, die SOM passt sich an und selektiert selbst, welche Attribute die sind, auf die sie achten muss und welche nicht. Man kann natürlich eine SOM auch dreidimensional machen, man kann sie theoretisch auch n-dimensional machen, 4, 5, 10-dimensional. Man kann es dann halt nicht mehr visualisieren. Das eigentlich Schöne ist, dass man die SOM visualisieren kann und durch diese topologischen Brüche, die zum Teil drin sind, kann man sogar kompliziertere Zusammenhänge, die eigentlich sich nicht zweidimensional darstellen lassen, ganz gut visualisieren. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass es solche Brüche geben kann auf der Karte. Kohonen selbst empfiehlt auch hexagonale Karten, weil die besser trainieren aufgrund dieser Umgebungsbeziehungen. Sie sehen einfach besser aus, ganz klar, aber sie funktionieren auch besser. Die Form, da ist erstens zu sagen, eben hexagonal ist mit diesen Ecken manchmal besser, man kann sie endlos machen, kann manchmal deutlich besser sein. Das Zweite ist, wenn die Karte nicht endlos ist, dann sollte sie nicht quadratisch sein, sondern sie sollte immer ein bisschen rechteckig sein. Sie haben es gesehen bei der Demo, wie sich eine Karte so einem Rechteck anpasst. Der längste Abstand auf der Karte geht auf den längsten Abstand im Datensatz, logischerweise. Das sind die Samples, die am weitesten auseinander müssen. Und wenn Sie eine Karte haben, die nicht eine klare Vorzugsrichtung hat, dann kann es passieren, dass die Abbildung auf der Karte während des Trainings sich ständig ändert. Ja, es gibt keine Vorzugsrichtung, damit kann sich das immer bewegen und dann bleibt die Karte quasi immer in Bewegung und kommt nie in ein richtiges Optimum. Wenn die Karte eine Vorzugsrichtung hat, dann friert die sehr schnell in dieser Richtung ein, weil eben der längste Abstand im Feature Space auf den längsten Abstand der Karte abgebildet wird. Und dann kann die Karte optimieren. Deshalb möglichst keine quadratischen Karten machen, sondern immer ein bisschen langgestreckte Karten machen. Das funktioniert deutlich, deutlich besser. Die Zahl der Lernschritte, die ist sehr groß, definitiv. Ja, also mit 100 Schritten oder so kommt man nirgends hin. Das sind immer viele Tausend, die man braucht. Kann auch mal 1 Million werden, ja, keine Frage. Das Letzte ist auch interessant, Verstärkung seltener Fälle. Wenn Sie seltene Fälle in Ihrem Datensatz haben, dann kann durchaus sein, dass die bei der Kohonenkarten untergehen. Ja, weil die Karte sagt, ach, da kommt in 1 Million Mal irgendwas vor, das scheint uninteressant zu sein. Also wenn Sie seltene Fälle haben, zum Beispiel fehlerhafte Produkte von Produkten, die in Ordnung sind, unterscheiden wollen und die fehlerhaften sind 10.000 Mal weniger als die guten Produkte, dann wird die Kohonenkarten die Eigenschaften der guten Produkte sortieren und auf die fehlerhaften vermutlich gar nicht eingehen. Ja, das heißt, das ist etwas, was Sie in dem Fall auf jeden Fall vorher machen müssen, dafür sorgen, dass Ihr Datensatz balanciert ist. Das heißt, von jeder Klasse, die Sie trennen wollen, auch gleich viele drin sind. Vielleicht sogar mehr von den fehlerhaften, weil die wollen Sie auf jeden Fall sehen, damit die Kohonenkarten auch, damit Sie der Kohonenkarten auch sagen, schau auf die. Ja, weil die Kohonenkarten ja nur die Daten kriegt und von Ihnen quasi als Anweisung, was Sie tun sollen, nur bekommt das, was Sie Ihnen in die Daten reinschreiben. Die Daten, die Sie Ihnen präsentieren, sind die gesamte Information, die Sie der Karte als Grundlage geben. Deshalb müssen die Daten entsprechend vorbereitet werden für die Kohonenkarten. Natürlich gibt es mittlerweile viele, viele Verbesserungen. Das sind die im Rahmen der Vorlesung dann noch besprochen werden, nämlich Learning Vector Quantization, das neurale Gas, vielleicht auch noch das Growing Neural Gas, das wachsende neurale Gas, das mit einer nicht festgelegten Zahl von Neuronen arbeitet. Super spannende Algorithmen, Verallgemeinerungen der Kohonenkarten, aber die erkläre ich Ihnen nicht jetzt, sondern die erkläre ich Ihnen dann später.